Hallo meine Lieben, das ist meine nächste Idee, die ich euch zeigen möchte. Und zwar so ein Teelicht. Von außen sieht das Ganze aus wie ein Ei. Und von innen ist es eben bemalt. Und wenn man ein Teelicht dort hineinlegt, hat man diesen schönen Glitzereffekt, weil es so ein Metallic-Lack ist. Ja, und wie ihr diese Geschenkidee nachmachen könnt, das seht ihr jetzt. Für unser Teelicht brauchen wir Modelliergips. Den könnt ihr im Baumarkt kaufen. Der ist auch gar nicht teuer, so knapp 3 Euro. Eine Wasserflasche, so eine halbe Liter Flasche. Einen Luftballon. Ein Löffel, ein Trichter und zum Schluss brauchen wir dann noch Acrylfarbe und natürlich ein bisschen Wasser, um das Ganze hier anzumischen. Und wir beginnen mit 200 Gramm Gips, habe ich mir jetzt hier in so ein Glas abgewogen und 100 Milliliter Wasser. Und jetzt schnappen wir uns unsere Flasche, der Trichter hinein. Und jetzt kippe ich hier das Gips rein. Gips hat eine hohe Dichtung und deswegen geht das auch hier nicht einfach so durch. Das heißt, das dauert eine Weile, bis ihr das hier drin habt. Deswegen nehme ich mir hier jetzt zum Beispiel so einen Pinsel zur Hilfe, um das ein bisschen zu beschleunigen, weil sonst dauert das nämlich ewig, wenn ihr das nur runterklopft. Und ganz wichtig ist, dass ihr wirklich erst den Gips einfüllt und dann das Wasser, weil sonst fängt der Gips unten schon an, hart zu werden und dann habt ihr verloren, weil das kriegt ihr nicht mehr aus der Flasche raus. Also erst ganz in Ruhe den Gips hinein und dann das Wasser rein. So, wenn der Gips drin ist, dann nehmt ihr euer Wasser noch dazu. Dann schnappt ihr euch den Deckel und schüttelt das Ganze ordentlich durch, dass sich das gut verteilt und der Gips überall gut auflöst. Auch hier in den Ecken, wenn da welche sind. Und darauf achten, dass da wirklich überall auch der Gips rauskommt. Wenn ihr alles gut vermischt habt, schnappt ihr euch euren Luftballon. Jetzt schnappt ihr euch entweder eine Klammer und klammert das hier zu, dass die Luft nicht so ausweichen kann, oder ihr haltet es mit den Fingern fest, spreizt das hier weit auseinander und zieht es hier drüber. Ups. Oh. So, wenn ihr es darüber habt, dann kippt ihr die Flasche um und lasst euren Gips in den Luftballon laufen. Da muss man schon ein bisschen drücken. Ist ein bisschen wie bei einer leeren Ketchupflasche. Wenn ihr den meisten Gips drin habt, dann hier vielleicht noch mal so ein bisschen runterziehen, dass der Gips da noch so ein bisschen reinkommt. Dann könnt ihr die Flasche abziehen. Ups. Na komm, so schwupp. So ganz ohne Einsaugen geht es leider nicht. So. Und jetzt machen wir einen Knoten
in den Luftballon. So, und jetzt kommt der etwas schwerere Teil, und zwar nehmen wir jetzt den Luftballon und drehen den in den Händen und verteilen den Gips schön im ganzen Luftballon. Und das Ganze müssen wir jetzt so etwa 15 Minuten lang machen, damit sich der Gips wirklich überall verteilt. Ihr seht, hier sind jetzt noch Stellen, wo gar kein Gips ist. Und der muss wirklich überall hin. Und ja, das machen wir so etwa 15 Minuten. Und bis dahin sollte der Gips überall verteilt sein. Und dann fängt der Gips auch an, dass er eigentlich schon ziemlich hart ist. Und ich mache das jetzt und wir sehen uns dann wieder, wenn ich meinen Gips überall verteilt habe und ich die 15 Minuten abgewartet habe. Ja, das Ganze faltet, also am Anfang drückt ihr so ein bisschen, dass der Gips überall hinkommt, und danach dreht ihr ihn bitte nur noch vorsichtig in eurer Hand, weil ich habe die ganze Zeit geknetet. Und dadurch, dass ich die ganze Zeit geknetet habe, ist es jetzt hier beim Trocknen mir schon kaputt gegangen. Ich werde jetzt trotzdem probieren, ob ich es noch hinbekomme. Ich nehme jetzt eine Schere. Schneid den Luftballon kaputt, wenn ich ihn kaputt bekomme. So. Ja. Upsi, ah, seht ihr? Jetzt ist mir mein Ei schon komplett auseinandergebrochen. Das sollte natürlich nicht so sein. Ja, gut. Dann haben wir jetzt hier nur so ein bisschen Resteierschale. Können wir uns hier so ein bisschen was abmachen? Ja, ihr seht, es bröckelt komplett auseinander. Keine Chance. Also ihr dürft wirklich nur am Anfang ein bisschen kneten und anschließend dann eben nur noch vorsichtig in der Hand hin und her rollen. Ich habe das jetzt auch zum ersten Mal gemacht und ich finde eigentlich ganz gut, dass das jetzt passiert ist, weil so kann ich euch das nämlich zeigen. Also ich werde mir nochmal das Wasser, die 100 Milliliter mit 200 Gramm Gips einwiegen. Ich werde es mir nochmal in einen neuen Luftballon packen. Den werde ich am Anfang ein bisschen kneten, so dass überall der Gips hinkommt. Und dann werde ich ihn nur noch ganz vorsichtig in den Fingern bewegen. So, es sind jetzt etwa 15 bis 20 Minuten vergangen, wo ich das Ei dann wirklich nur noch so ganz vorsichtig in meiner Hand hin und her gekullert habe. Und man merkt jetzt, dass der Gips hier drin warm wird. Und ja, ich würde jetzt versuchen, ich habe hier oben, habe ich schon mal versucht, den Ballon ein bisschen zu lösen. Da ist mir hier schon wieder ein bisschen kaputt gegangen, und weil ich Angst habe, dass es jetzt noch mehr kaputt geht, wenn ich jetzt den Ballon schon öffne, möchte ich es gerne noch so, ja, ich würde sagen 10 Minuten noch mal so liegen lassen oder beziehungsweise noch vorsichtig in meiner Hand halten, weil ich jetzt keine weiche Unterlage habe. Ich denke, der Gips wird jetzt nicht mehr groß irgendwohin verteilt werden. Man merkt auch hier, der Luftballon bläht sich schon so ein bisschen auf. Also hier entwickelt sich schon Luft, oder der Gips zieht sich schon so ein bisschen zusammen. Kann natürlich auch daran liegen, ich habe ja vorhin einmal ganz kurz so ein bisschen angehoben. Dabei ist es mir hier so ein ganz bisschen auch kaputt gegangen. Was ja nicht schlimm ist, weil wir wollen es dann sowieso ein bisschen kaputt machen, weil irgendwo muss das Teelicht ja rein. Aber hier fängt sich der Ballon schon, ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt, der löst sich ein bisschen vom Gips und hier ist jetzt Luft dazwischen. Ja, ich werde ihn noch so ein paar Minuten in meiner Hand halten und werde mal gucken, was passiert. Und wenn der Luftballon sich jetzt immer mehr aufbläht und sich schon von alleine löst, dann werde ich ihn auf jeden Fall abmachen. Dann dürfte das Ei da drin auch nicht mehr kaputt gehen. Ja, und da das wahrscheinlich noch ein paar Minuten dauern wird, werde ich hier nochmal einen Cut machen und euch dann wieder berichten, wenn es soweit ist. So, ich habe jetzt so lange gewartet, bis sich die Luft einmal um das Gips komplett drumherum gelegt hat und das Ei ist auch schön warm. Ihr seht, hier vorne klebt es noch an meinem Ballon. Da habe ich es nämlich einmal so ein bisschen gezogen. Dadurch ist es zwar hier ein ganz bisschen kaputt gegangen, aber ich habe es auch links bekommen. So, jetzt kommt der große Moment. Ich hoffe, es geht nicht kaputt. Na, es will nicht. Nehme ich mal mein Skalpell. Oh, ich habe Angst. Weil der Luftballon zieht sich natürlich sofort zusammen um das Ei herum. Und ja, es hat geklappt. Und es sieht auch wirklich aus wie ein Ei. Man muss wirklich noch ganz, ganz vorsichtig sein,
weil es echt noch sehr, sehr weich ist und noch kaputt gehen kann. Ich versuche mal, das hier rauszubekommen. Jawohl. So, und jetzt kann man eben so ganz vorsichtig hier. Ah, ich denke, da muss man schon ein bisschen größeres Werkzeug nehmen, vielleicht einen kleinen Schraubenzieher oder so. Ich muss jetzt irgendeine Lösung finden, wie ich das hinbekomme, dass das so aussieht, als wäre da so ein Küken rausgeschlüpft, ohne dass es mir hier komplett kaputt geht. Das wäre jetzt echt ärgerlich, wenn das jetzt komplett zerreißt. Ja, also man muss das wirklich sehr gut abpassen von der Zeit. Ja, so geht es ganz gut. Passt nur auf, dass ihr das so haltet und euch nicht schneidet oder nehmt vielleicht irgendein anderes Teil besser. Das war jetzt nur das, was ich hier als nächstes in der Hand hatte. Oh, so, da ist es passiert. Das ist ein großes Stück. Aber finde ich nicht schlimm. Ist okay. Ich lasse es jetzt aber auch so. Genau so. Schwupp, hier ist noch ein bisschen was rausgebrochen. So. Eier brechen ja auch immer anders. Ich finde, es sieht gut aus. So lasse ich das jetzt. Und so lasse ich das jetzt bis morgen früh, also über Nacht, einmal komplett aushärten. Ja, mit diesem Rest hier werde ich garantiert auch noch was machen. Also den werde ich auch aushärten lassen. Den werde ich vielleicht daneben legen oder so. Mal gucken. Und ja, wie gesagt, über Nacht werde ich das Ganze jetzt trocknen lassen. Und morgen früh werde ich es dann bemalen. Ja, ihr Lieben, meine Eier sind jetzt über Nacht ausgetrocknet. Das war das Erste, was wir zusammen gemacht haben. Und ich hatte dann noch ein zweites gemacht. Und das habe ich einfach ganz genauso gemacht wie das. Nur, dass ich den Luftballon größer aufgepustet habe und dadurch natürlich ein größeres Ei zum einen bekommen habe. Und zum anderen habe ich das ja ein bisschen länger auch trocknen lassen. Irgendwann hat sich dann so ein, na hier so Tröpfchen, also Wasser, so ein bisschen am Luftballon gebildet und dann habe ich es kaputt gemacht. Und durch die Hitze halt, ne? Weil es ja warm wurde. Genau, und dann hat das super funktioniert. Und ja, so sehen meine beiden Eierchen jetzt aus. Wie gesagt, eins ist ein bisschen größer, eins ist ein bisschen kleiner. Ich werde mir jetzt zuerst das kleinere schnappen. Und das möchte ich von außen, also ihr seht vielleicht schon so im Licht, dass das echt ganz schön auch schon so glänzt und leuchtet. Also wenn man es wirklich wie ein Ei lassen möchte, dann ist das schon die perfekte Eierfarbe, würde ich jetzt mal sagen, weil es auch so ein bisschen schimmert. Und ja, sieht so schon total schön aus. Aber ich möchte dieses Ei hier an meine Mama verschenken zu Weihnachten. Und deswegen werde ich mir das jetzt schwarz und dieses Metallic Silber hier mir mischen und ja, werde damit das Ei von außen einmal bemalen und auch von innen. Und von außen habe ich hier schon mal so eine Scherbe, sieht es dann so aus, wenn es fertig ist. Und von innen dann eben auch erst schwarz bepinseln und dann noch mal mit dieser Farbe hier oben drüber. Die habe ich, glaube ich, mal, genau, hier steht es von Teddy. 5 € haben die gekostet und ja, die halten ewig und 3 Tage. Also, und die Farben sind wirklich sehr, sehr schön. So, also das werde ich jetzt einmal machen und wenn ich fertig bin, dann seht ihr das Ei wieder. Meine Eier habe ich jetzt fertig bepinselt. Das hier muss noch ein bisschen trocknen. Hier möchte ich das Ei von außen weiß lassen, wie ein richtiges Ei. Und innen eben habe ich es jetzt einmal dunkel gemacht als Grundierung sozusagen. Dieses hier möchte ich außen und innen dunkel machen. Das heißt, hier ist es gerade noch ein bisschen am Trocknen. Und sobald das komplett ausgetrocknet ist, werde ich es von innen noch bepinseln. Und dann werde ich mir diese Metallic-Farbe hier schnappen und werde die nur von innen anmalen. Und ja, wie das Ganze dann aussieht, das seht ihr gleich. Ja, jetzt habe ich das Ganze einmal mit diesem
metallikfarbenem Kupfer, würde ich sagen, ist das, ne? Angepinselt. Und es sieht auch schon recht schön aus, aber ich werde es auf jeden Fall trocknen und noch einmal drüber pinseln, damit es hier noch ein bisschen gleichmäßiger ist. Und das gleiche werde ich hier auch machen. Und dann sehen wir uns noch mal ganz kurz wieder, wenn das Teelicht drin ist, dass ihr auch seht, wie es dann leuchtet. So sehen sie jetzt aus, die Eier. Ihr habt es gesehen, den Nebel. Ja, und zwar möchte ich die jetzt noch weiterverarbeiten, beziehungsweise eigentlich nur dieses hier. Das werde ich dann später ein bisschen anders gestalten. Wie ich aber das hier als fertiges Geschenk mache, das seht ihr morgen in dem nächsten Video. Okay, ihr Lieben, das war's mit Eier basteln. Und ja, viel Spaß beim Video morgen, wenn ihr seht, was ich daraus mache. Tschüss!